würde gerne ein paar Worte sagen zum Thema Geldsystem. Das wird zurzeit ja sehr stark diskutiert, worüber ich ja schon ganz froh bin, dass die Thematik jetzt noch mehr Aufmerksamkeit erfährt, als das noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Aber immer noch scheuen sich die Leute davor, mit dieser Thematik zu beschäftigen und das Ausmaß des Ganzen zu begreifen. Denn die meisten halten das Thema einfach zu kompliziert, weil wenn die Experten schon nicht durchblicken, wie sollen wir Laien da durchblicken? Also scheuen sich die Leute davor, mit dem Thema sich mal zu beschäftigen. Aber das ist nicht wahr. Es ist eigentlich ganz einfach, da durchzublicken, was da los ist. Mit drei einfachen Geschichten kann man den Wahnsinn des Systems erkennen lernen. Das sind drei Geschichten, die auf den Kern der Mechanismen reduziert sind und so in allen Bereichen des sogenannten Marktes auch wiederzutreffen sind. Ich möchte zunächst aber mal damit beginnen, wie man vor einigen Jahrhunderten begonnen hat, aus Geld noch mehr Geld zu machen. Damals war Gold oder Silbermünzen waren das gängige Zahlungsmittel, das gängige Tauschmittel. Ein Gramm Gold oder ein Gramm Silber hatten einen gewissen Gegenwert, eine Kuh, ein Schwein oder irgendwas in der Richtung. Das war genau festgesetzt. Findige Herrscher brauchten aber immer mehr Geld, wie wir wissen, und oft gern auch für Kriege. Und was haben diese findigen Herrscher dann gemacht? Nun, sie sammelten die Goldmünzen und die Silbermünzen wieder ein, beschlossen eine Reform und teilten neue aus. Der Unterschied war, diese enthielten weniger Gold und weniger Silber oder waren kleiner. Dennoch handelte das Volk mit diesen Münzen genauso wie zuvor mit den anderen Münzen, mit dem Unterschied, dass der Herrscher sich den dicken Batzen abgegriffen hat. Und nach Belieben hat er dieses Spiel immer wiederholt. Bis es dem Volk auffiel, weil sie immer mehr Münzen ausgeben mussten und immer weniger Waren dafür bekamen, da war es ja im Prinzip schon zu spät und es kam dann zum Aufstand. Und dieser Aufstand, der war nicht so friedlich wie wir heute hier. Da sind Heugabeln geflogen, da haben Hütten gebrannt. Und die haben sich nicht friedlich in die Stadt gestellt, wie wir das heute hier machen. Nun, im Prinzip war das ja ein klasse Geschäftsmodell, dem werdet ihr alle zustimmen. Mit zunehmendem Handel wurde das Hin- und Hertragen von Gold- und Silbermünzen nicht nur lästig und schwer, es war vor allen Dingen auch gefährlich. Man kann sich vorstellen, das Gold zu Hause unterm Bett aufzubewahren, war lebensgefährlich für die gesamte Familie. Also kam man auf die Idee, man könnte das Gold ja auch in einen Tresor legen, in einer Bank. Und man könnte für dieses Gold zertifizierte Scheine ausgeben, die den Besitzer des Scheins als Besitzer des Goldes ausweisen. Das ist sicherer für alle und natürlich auch bequemer. Ich muss es ja nicht mehr hin und her kramen. Somit war die Banknote geboren. Die Banknote ist ein Schein, der sich auf einen tatsächlichen Gegenwert beruft, nämlich das physikalisch vorhandene Gold im Tresor einer Bank. Für diese Leistung erhob die Bank eine Gebühr. Und das ist soweit völlig okay. Dann bemerkte die Bank, das Gold wird in den wenigsten Fällen noch wieder abgeholt und bleibt einfach in Tresoren liegen, denn die Leute handeln einfach mit diesen Banknoten, als wäre es das Gold. Und das Ganze geschah sogar völlig unabhängig davon, ob das Gold physisch bewegt wurde, von Bank zu Bank oder von Händler zu Kunde. Also dachten die gleichen schlauen Köpfe, dann kann man vielleicht auch ein paar Banknoten mehr ausgeben, als Gold vorhanden ist. Das merkt ja keiner. Wenn man ein paar Banknoten mehr ausgibt, als Gold vorhanden ist, kann man noch ein paar extra Gebühren kassieren, indem man halt eben Kredite ausgab. Die Bank wollte für diese Kredite natürlich auch wieder eine Gebühr, einen Zins. Das scheint auch zunächst okay, denn es kurbelt die Investitionen an und die Infrastruktur. Es schafft neuen Reichtum, der wiederum in der Bank eingelagert wird und wieder neu verliehen werden kann. Solange man keinen Gegenwert für seine Scheine will, läuft die Sache gut. Sobald aber zu viele ihren Gegenwert von der Bank abholen wollen, dann wird es schwierig. Denn es ist ja viel mehr Geld im Umlauf als bereits Wert vorhanden. Und das Prinzip der Geldschöpfung noch einmal ganz einfach zu verdeutlichen, will ich eine kleine Geschichte erzählen.
Stellt euch vor, ihr seid mit Freunden in der Kneipe. Ihr seid zu zehnt. Und du bemerkst, du hast einen Geldbeutel vergessen. Also gehst du zum Wirt und bittest den Wirt um einen Bierdeckel, auf den du schreibst, hiermit bestätige ich, dass ich dem Inhaber des Deckels 20 Euro schulde und lässt dir die 20 Euro aushändigen. Am Tisch zurück merkt dein Nachbar, dein Kollege merkt, er hat auch seinen Geldbeutel vergessen. Du gibst ihm den 20-Euro-Schein und lässt dir wieder auf dem Bierdeckel quittieren, dass er dir 20 Euro schuldet. Dessen Tischnachbar merkt auch, verflixt, ich habe einen Geldbeutel vergessen. Und er bekommt auch den 20-Euro-Schein und wieder der Bierdeckel, auf dem steht, dass er dem Inhaber 20 Euro schuldet. Die ganze Chose geht einmal um den Tisch rum. Einmal um den gesamten Tisch. Am Ende hat jeder an diesem Tisch einen Bierdeckel, auf dem steht, dass er 20 Euro wert ist. Und jetzt rechnen wir mal nach. 10 Personen mit 10 Bierdeckeln, die jeder einen Wert von 20 Euro haben, macht... 100. Wer hat zugehört? Wer, wie viel macht das? 200 Euro, ganz genau. Und wie viele Euro sind tatsächlich im Spiel? 20 Euro. So wurden aus 20 Euro im Nullkommanichts einfach 200 Euro, indem man es einfach weiterverliehen hat. Solange die Bierdeckel als Währung akzeptiert werden, da kann man auch damit Handel treiben. Man kann sich vorstellen, dass man am nächsten Tag zum Kumpel geht mit diesem Bierdeckel und zum Kumpel sagt, ey, ich habe hier noch einen Bierdeckel von Willi, kannst du ein bisschen Brot, kannst du ein bisschen Wurst, kannst du ein bisschen Gemüse geben? Ich gebe dir einen Bierdeckel, der ist 20 Euro wert mit einem Eintausch. Man kann sich vorstellen, das funktioniert. Das funktioniert aber nur so lange, bis nicht viele auf die Idee kommen, diese Bierdeckel in ihren ursprünglichen Wert umzutauschen. Denn wir haben nur 20 Euro und 200 sollen bezahlt werden. Um jetzt aber zu verhindern, dass genau das allzu oft geschieht, dass die Menschen dahinter kommen, muss man die Menschen an das System binden. Es darf nicht dazu kommen, dass sie es hinterfragen. Sie sollen noch nicht mal merken, dass die Bierdeckel nichts wert sind. Aber wie stellen wir das an? Das zeigt folgende kleine Geschichte, die ich irgendwann vor 10 Jahren irgendwo mal gelesen habe. Stellt euch eine Insel vor, irgendwo mitten im Pazifik oder so. Auf dieser Insel leben 10 Personen, überall verstreut. Eines Tages kommt ihr mit eurem Boot zu dieser Insel und legt dort an Land an und ihr schaut euch an, was die so treiben. Und die schleppen von Norden nach Süden irgendwelche Korn, um Kleider zu tauschen und von links nach rechts irgendwelche Viecher, um was weiß ich, zu tauschen. Und das ist eine ganz schöne Plackerei. Nach einiger Zeit geht ihr zu den Inseleinwohnern und bittet sie, sie sollen euch doch ein Stück Leder bringen. Und ihr schneidet 10x10 Lederscheiben raus. Und auf jedes dieser Lederscheiben drückt ihr euren Stempel. Dann erhält jeder Einwohner, 10 Lederscheiben. Und du schlägst diesen Einwohnern vor, hey, anstatt eure Ware hin und her zu karren und Gefahr zu laufen, dass das Vieh dabei stirbt, tauscht doch einfach hier diese Lederscheiben. Ist doch viel einfacher. Und die Einwohner sind total begeistert. Das ist total totaler Hammer. Ihr seid der Hammer. Ihr vereinfacht mein Leben so, denken die. Und ihr freut euch mit ihnen, denn ihr seid ja auch nette Menschen. Und weil die Einwohner halt eben auch nette Menschen sind, erklären sie sich bereit dazu, im nächsten Jahr diese Lederscheiben wieder zurückzugeben. Denn sie sind ja nur geliehen. Und obendrauf sind sie sogar so nett und bereit, diese Hammeridee mit einer Gebühr zu entlohnen. Ist das nicht nett? Sagen wir mal, 10% Gebühr zu entlohnen. Und nach einem Jahr kommt ihr zurück auf diese Insel. Und ihr wollt eure Lederscheiben zurück. Plus die 10% Gebühr. Jetzt rechnen wir auch hier wieder mal nach. Wir haben 10x10 Lederscheiben auf der Insel gelassen. Das macht 100 Scheiben. Wir wollen diese 100 Scheiben zurück. Plus 10% Zins, 10% Gebühr, obwohl nur 100 auf der Insel sind. Das verzwickt, oder? Das verzwickt, was macht man da? Es gibt zwei Lösungswege, dachten sich dann die Einwohner. Zwei Dinge sind möglich. Die erste, das ist eine recht rabiate, aber eine durchaus gängige Methode am Markt. Einer der Bewohner wird einfach erschlagen. Und sein Anteil wird aufgeteilt. Womit alle Verbliebenen ihre Scheiben an die Bank zahlen können und den Zins, den sie der Bank schuldig sind. Und dennoch
bleibt eine Restschuld in der Gesamtgesellschaft von 10 Scheiben übrig. Analog zur Staatsverschuldung. Und um weiter handeln zu können, brauchen Sie wieder Scheiben von der Bank. Oder der zweite Weg, jeder der Einwohner bittet erneut um Kredit. Erstens für die laufenden 10 Scheiben, damit sie weiter Handel treiben können. Zweitens für den Zins, den sie ja nicht zahlen können. Und somit also den Zinseszins, denn dieser Kredit muss ja auch verzinst werden. Die Logik sagt hier schon, ey Mann, aber das kann doch gar nicht gut gehen. Richtig, richtig, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Der zu zahlende Zins, der zu zahlende Zins, der steigt in jedem Jahr exponentiell an. Und wir Menschen haben kaum eine Vorstellung, was exponentiell heißt. Aber das heißt, der steigt schneller als Melanome nach einem 4-wöchigen Fukushima-Trip. Das ist Wahnsinn. Aber irgendwie fanden Banken das Geschäftsmodell, das lässt sich sicher noch ein bisschen ausbauen und vielleicht sogar auch noch absichern. Man muss nur an die realen Werte in der Bevölkerung rankommen. Werte, die sich eben nicht so einfach mal im Tresor sperren lassen. Mit diesen kann man ja dann genauso verfahren, wie ich eben beschrieben habe. Also dachten sich die Banken, man müsse zwei Dinge sich zu Nutzen machen. Erstens das menschliche Streben nach Glück, indem man ihm sagte, hey, deine Immobilie ist was wert. Warum mit diesem Wert nicht deinen Traum erfüllen, Chaka? Der andere Punkt, den sich zu Nutzen machen, ist das menschliche Sicherheitsbedürfnis. Mit dem es ihnen möglich war, überall Verständnis zu erlangen für die Sicherheiten, die sie für ihre Kredite verlangen werden. Und wie gesagt, das sind Kredite, die völlig ohne Gegenwert sind, aus Geld, das nicht existiert. Und wie kommt man nun an die Ressourcen der Bevölkerung? Nun, das ist ganz einfach. Und jetzt nur die letzte Geschichte dazu. Stellt euch vor, ihr geht zur Bank und ihr wollt 200.000 für, sagen wir, ihr wollt einen Shop aufmachen. Die Bank fragt üblicherweise nach Sicherheiten. Jetzt sagen wir, ihr habt ein Haus, Wert von 250.000. Das wird die Bank ganz sicher als Sicherheit, ganz sicher als Sicherheit akzeptieren. Und ihr bekommt die 200.000. Ich betone, diese 200.000, die schreibt die Bank in irgendein Buch, das heißt noch nicht nur mehr in ein Buch, sondern wie gesagt, die schieben nur noch Pixel durch die Gegend, ja, und zahlen euch das aus. Jetzt geht euer Unternehmen nach 2 Jahren in die Hose. Ihr könnt den Kredit nicht mehr zurückzahlen. Was passiert? Haus weg. Haus weg. Ganz genau. Die Bank kassiert das Haus. Und so hat die Bank aus 200.000 heißer Luft, die ist noch nicht mal heiß, die ist noch nicht mal lauwarm, purer Luft, 250.000 realen Wert gemacht. Ist das geil? Ist das ein geiles Geschäftsmodell? Und nicht vergessen, jeder dieser Kredite selbst wird als Wert gezählt. Und wird ebenso weiter verliehen gegen Zins, versteht sich, und Zinseszins. Das heißt in anderen Worten, aus Luft machen die Geld, das keinen Gegenwert besitzt, in ihren Büchern aber als Wert auftaucht, den man wieder verleihen kann gegen Zins und Zinseszins, versteht sich, um an die echten Werte in der Bevölkerung heranzukommen. Eine gigantische Blase aus reiner Luft muss irgendwann mal mit Gegenleistung gefüllt werden. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Was glaubt ihr, wer das füllt? Tja. Wir alle füllen diese gigantische Blase. Unserer Lebenszeiten. Und es ist echt nicht übertrieben, wenn ich sage, dass immer mehr Menschen dieses Planeten mit ihrem eigenen Blut bezahlen. Denn Geld hat keinen Wert. Geld ist reine Schuld. Wir haben ein Schuldsystem. All diese eben beschriebenen Prinzipien und Mechanismen haben sich bis ins kleinste Detail unserer Gesellschaften eingefressen.
Wir sehen und wir erkennen das an den rein profitorientierten Unternehmen, an der Zerstörung unserer Sozialsysteme, an unserem Bildungssystem, der Situation auf dem Arbeitsmarkt, den immer wieder neu geschaffenen künstlichen Bedürfnissen, um die Maschine immer am Laufen zu halten, der immer größer werdenden Gier nach Rohstoffen, dem immer wieder auftauchenden Credo des sich selbst regulierenden Marktes. Als ob ein Monster sich selbst regulieren könnte. Und damit uns all das nicht auffällt, laufen wir wie die Hamster im Rad immer schneller und kommen doch nirgends an. Millionen Hartz-IV-Empfänger sind deutliche Beispiele für eine Politik, die völlig außer Kontrolle geraten ist. Milliarden Menschen, die kein Wasser haben, aber den nächsten Mobilfunkmasten direkt in ihrem Dorf. Milliarden Menschen, die unter den übelsten Bedingungen ihr Brot verdienen müssen. All das ist ein Resultat direkt aus unserem Geldsystem, von der Geopolitik ganz zu schweigen. Und dabei bin ich noch nicht mal drauf eingegangen, dass Geld vom Goldstandard mittlerweile längst gelöst wurde. Quasi private Banken die Geldschöpfung in der Hand haben. Dass Geld direkt mit der Energiegewinnung zusammenhängt. Dass man mit Ware spekuliert, die ersten 10 bis 20 Jahren zur Verfügung steht. Mit Rohstoffgewinnen, deren Quellen noch nicht einmal erschlossen sind. Warum der Dollar Leitwährung ist und welche Konsequenzen das hatte. Und dass alle Staaten dieses Planeten verschuldet ist, nur keine Sau weiß wem. Ja. Ich habe heute jetzt hier nur versucht, die Spitze des Eisbergs zu skizzieren. Denn der Wahnsinn durchzieht die gesamte Gesellschaft. Und diese gesamte Scheiße geht viel, 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 viel tiefer. Wir haben ein gigantisches Monster geschaffen. Und es wird Zeit, dieses Monster nicht nur in seine Schranken zu verweisen und Finanzmärkte zu regulieren. Wer hat das auch? Es ist Zeit, dieses Monster abzuschaffen und neue Modelle einzuführen. Voll. Ohne Zinseszinswahn und ohne Geldschöpfung aus dem Nichts. Denn eins hoffe ich, ihr habt alle verstanden, wir haben tatsächlich nichts zu verlieren. Ja. Alles noch machen.